Namaste, ich bin Anna, auch unter YogiArt bekannt. Der Auslöser für dieses Video ist ein Buch, das heißt Steine bemalen, und ich darf da mitwirken. In diesem Video lernt ihr oder erfährt ihr, was man so alles über Steine und Steinmalerei wissen sollte. Wie ihr seht, liebe ich Steine. Ich finde sie ganz toll. Dieses Video wird aus mehreren Kapiteln bestehen. Das heißt, ihr könnt das rausnehmen, was ihr für euch interessant findet, und den Rest überspringen. Dann frohes Schaffen! Wenn du keine Gründe findest, um Steine zu bemalen, dann warte ab. Ich finde welche. Du kommst raus in die Natur und bekommst frische Luft. Du achtest mehr auf deine Umgebung und die Steinsuche kann schon sehr meditativ und entspannend sein. Steine sind keine tote Materie. Sie bewegen sich genau wie wir im Kreislauf des Lebens. Ich bin nicht wohl die Einzige, die an Schwingungen und Energien der Steine glaubt. Das Malen bringt dich ins Hier und Jetzt. So können wir abschalten und unsere Gedanken beiseite schieben. Wir müssen über nichts nachdenken, sondern sind einfach da. Malen allgemein, nicht nur auf Stein, bedeutet Entschleunigung, Ruhe und Zeit für uns selbst. Und dabei spielt es keine Rolle, was wir malen. Übrigens, auch wenn du abends nicht einschlafen kannst, ist Malen vorher eine sehr hilfreiche Beschäftigung. Regelmäßiges Kreativsein stärkt das Selbstvertrauen und macht uns stark. Indem wir kreativ sind, können wir in einen Dialog mit uns selbst treten und bekommen einen Zugang zu unserer inneren Welt, unserer Intuition. Malen macht es uns leichter, auf unser Bauchgefühl zu hören und uns selbst zuzuhören. Wir können durch das Malen erkennen, wer wir sind und was uns wirklich im Innersten bewegt. Wir können uns mit unseren Stärken und Schwächen auseinandersetzen und beides lernen zu lieben. Malen fördert eine gute Beziehung zu uns selbst. Was wir mit Hilfe unseres inneren Künstlers lernen, können wir auch auf unseren Alltag immer mehr übertragen. Klingt verrückt, ist aber tatsächlich so. So hat zum Beispiel ein Forscherteam von der Universität Erlangen herausgefunden, dass sich das Malen positiv auf unsere Gehirn auswirkt. Stress kann besser abgebaut werden. Die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns wird gefördert und das bis ins hohe Alter. Auch die Konzentrationsfähigkeit wird durch das Kreativsein gesteigert. Hinzu kommt, dass Malen auch noch im Erwachsenenalter unsere Feinmotorik verbessert, die in unserem heutigen digitalisierten Alltag immer mehr verkümmert. Das steinige Kunstwerk ist etwas, das bleibt. Durch das Malen geben wir der Welt etwas von dem zurück, was wir auf ihr erfahren und erleben dürfen. Gewissermaßen kann man das Malen so auch als einen Akt der Dankbarkeit bezeichnen. Zur Steinmalerei gehört das Suchen und Sammeln dazu und das schöne Gefühl, ein besonders hübsches Stück gefunden zu haben. Steine findest du fast überall und auf jedem Weg. Im Garten, im Wald, unter den Blättern, in der Stadt, auf Kies- und Schotterwegen. Falls du gar keine Steine findest, kannst du sie notfalls auch im Baumarkt kaufen. Die glattesten Steine findest du am Wasser. Und wenn du gar nicht vor die Tür kannst, gibt es Pulver zum Selbstanmischen. Damit kannst du in Gießformen künstliche Steine herstellen. Grundsätzlich kannst du jeden Stein bemalen. Die glatten sind natürlich besonders gut geeignet. Etwas raueren Steine kannst du mit Schmirgelpapier glatt schleifen. Probier aber auch die rauen, kantigen aus. Jeder Stein hat seinen eigenen Reiz und Charme. Je nach Struktur hat es seinen besonderen Charakter. Irgendwie mag ich die kantigen besonders, da sie mich an das Leben erinnern. Im Leben läuft nämlich nicht immer alles glatt und das ist auch gut so. Steine findest du in verschiedenen Farben. Grau, schwarz, braun, weiß sind die häufigsten Farben. Beachte bei der Farbwahl, dass man schwarz auf schwarz
oder weiß auf weiß nicht sieht. Manche sind mehrfarbig mit Streifen, Adern oder Sprenkel und du kannst diese Besonderheiten in dein Bild mit einbinden. Wenn du einen Stein gefunden hast, aber er nicht die Farbe hat, die du möchtest, kannst du ihn auch grundieren. Mehr übers Grundieren im nächsten Kapitel. Bei mir persönlich ist es so, dass je nach Form und Beschaffenheit die Idee für das Motiv erst einfällt, wenn ich den Stein in der Hand halte. Da jemand? Ich habe gerade versucht, dich anzurufen. Wo bist du? Ruf mich mal bitte zurück. Danke, tschö. Manchmal kommen die Steine von selbst. Zum Beispiel hier ein Päckchen aus Arizona. Sie sind rot, staubig, rau und erzählen ihre eigene Geschichte. Die Grauen haben aus der Schweiz zu mir gefunden. Und die hier sind aus Kroatien, von der Insel Rügen und die aus Polen finde ich gerade nicht. Hoffentlich hat sie keiner geklaut. Bevor wir mit dem Malen beginnen, sollten wir die Steine erstmal säubern. Unter fließendem warmen Wasser. Oder in der Schüssel, nachdem die Steine darin eingeweicht sind. So kann sich der Dreck besser lösen. Du kannst eine normale oder eine Zahnbürste zum Abschrubben nehmen. Ist der Stein verkalkt, kannst du Zitronensäure oder Essig ins Wasser geben. Danach mit dem Handtuch abtrocknen und an der Luft durchtrocknen lassen. Ich benutze einen Hochdruckreiniger. So bekomme ich meine Steine sporenrein. Das Geld würde ich aber nur investieren, wenn die Steinmalerei zum festen Hobbybestandteil geworden ist und du die Möglichkeit hast, sie draußen zu reinigen. Eine kleine Geschichte dazu. Eines Tages, nachdem ich die Steine gesäubert habe und sie in der Sonne auf dem Handtuch trockneten, erblickte ich auf einem eine Kontur eines Körpers. Sie war perfekt. Aber nachdem ich das Handy geholt habe, ist der Umriss schon etwas verlaufen. Steingeist? Gibt es sie wirklich? Wenn der Stein trocken ist, kannst du ihn grundieren. Eine Grundierung gibt deinem Motiv eine bessere Grundlage, wenn dein Stein nicht ideal sein sollte. Dafür hast du mehrere Möglichkeiten. Acrylfarbe. Vorteil, du kannst jede Farbe wählen. Nach dem Trocknen kannst du ihn anschließend mit deinem Motiv bemalen. Acryllack. Nach dem Trocknen ist er transparent und dafür geeignet, wenn man die Steinfarbe erhalten möchte und einen glänzenden Ton unter dem Bild haben möchte. Aquagrund. Ist glatt, weiß, enthält feine Füllstoffe und eignet sich bei unebenen Steinen mit kleinen Vertiefungen. Nach dem Trocknen ist der Stein matt und strukturiert. Gesso ist eine Art Gips, besteht aus einigen Inhaltsstoffen wie Kreide, weißen Pigmenten. Gute Grundierung, um den Stein anschließend mit Acrylfarbe zu bemalen. Nach dem Trocknen leuchtet Gesso in strahlendem Weiß. Ich schätze meinen Airbrush sehr. Damit kann ich ganz feine und gleichmäßige Farbschichten auftragen. Die Grundierung wird zart, Schicht für Schicht aufgesprüht. Ich persönlich nutze die Grundierung selten, aber experimentiere schon mal gerne. Ich mag die Steine unverschönt und echt und in ihrer natürlichen Beschaffenheit am liebsten. Aber das ist Geschmackssache. Thank you.
Damit die bemalten Steine auch draußen UV-, Schmutz- und wasserresistent sind, kann man sie versiegeln. Dafür gibt es verschiedene Lacke, in matt, glänzend oder Seidenglanz. Achte darauf, die Dämpfe nicht einzuatmen, am besten draußen versiegeln. Acryllack auf Wasserbasis gibt es zum Sprühen oder Auftragen mit Pinsel. Ist besonders geruchsarm, trocknet schnell, vergilbungsfrei, UV-beständig, nicht auf regenreichen Plätzen geeignet. Kunstharzlack, voller Lösungsmittel, hat einen starken Geruch, trocknet langsam, lässt sich besser verarbeiten, man sieht keine Pinselstreifen, robuster, nicht wasserlöslich. Durchsichtiger Nagellack, günstig, aber nur für kleine Steine geeignet. Bootslack, besonders wetterbeständig, abriebfest, schützt vor UV-Strahlen. Haarspray, nur für Innenbereich geeignet, ist wasserlöslich, gibt Glanz. Zum Versiegeln benutze ich den Airbrush. Es kommen 3 feine Schichten drauf. Es muss ca. 3 Tage trocknen und man sieht am Ende nichts davon. Die Versiegelung ist sehr ergiebig und ich komme mit der Flasche lange aus. Jeder ist wie eine Blume. Die eine ist noch ein Samen, die andere eine Knospe, die andere steht in voller Blüte. So ist das auch mit der Inspiration. Sie ist da in uns, man muss sich nur dafür öffnen. Und so wie für die Blume gute Bedingungen notwendig sind, um aufzublühen, so brauchen wir sie auch, um sich dafür öffnen zu können. Die Blume braucht Erde, Sonne, Wasser. Was brauchst du? Ich brauche unter anderem Yoga, Ruhe und Entschleunigung. Sorge gut für dich, schaffe für dich die besten Bedingungen und die Kreativität kommt von selbst. Sagen wir es mal so, wenn man ein Bienchen in der Wüste aussetzt, kann man schlecht erwarten, dass sie Honig produziert. Hast du das Material zusammen? Ich benötige einen Stein, Papierteller als Malpalette, Wassergläschen, dünnen Bleistift, Radiergummi, trockene und feuchte Tücher, Pinsel, einen Föhn, Farben, Lineal, Unterlage, die schmutzig werden kann. Suche dir ein Wort wie zum Beispiel Liebe, Family, Happy oder einen schönen Spruch aus. Ich verwende die App Text on Photo. Dort kann ich den Spruch eingeben und mir eine schöne Schnörkelschrift dazu aussuchen. Das brauchst du aber nicht und kannst auch deine eigene nehmen. Zeichne dir Hilfslinien und fange an zu schreiben.
suche dir eine Farbe für die Schrift aus. Ich habe mich für Schwarz entschieden. Ich empfehle eine Farbe, die einen guten Kontrast zum Stein darstellt. So ist sie gut lesbar. Ich male sie nochmal nach, so sticht das Schwarz noch besser heraus. Nun radiere ich die Linien weg. Wenn die Schrift fertig ist, schaue dir den Stein nochmal an und überlege dir, wo noch Platz ist für zum Beispiel Herzen oder Kleeblätter. Ich habe mich für Blumen entschieden. Dafür nehme ich eine Vorlage aus dem Internet zur Orientierung. Meistens wird es eh anders wie die Vorlage. Du kannst auch etwas aus deiner Fantasie kreieren. Ich entscheide mich für Pink. Nimm die Farbe, die dir gerade intuitiv gut tut. Auch wieder 2 bis 3 Schichten, damit die Farbe gut zur Geltung kommt. Dann experimentiere ich noch mit Weiß herum. Jetzt nehme ich noch Glitzerpink und noch ein paar Punkte. Nun male ich den Blumenstiel. Zum Schluss male ich den Schatten. Die Farbe für den Schatten wähle ich nach der Farbe aus, die häufig im Bild vorkommt. Das Licht kommt von rechts, das heißt, der Schatten wird links vor die Linien der Buchstaben gesetzt. Und auch wieder 2-mal übermalen. Zum Schluss noch mit Schwarz korrigieren. Und das Ausradieren nicht vergessen. Das kannst du auch davor machen, weil Bleistift dreckig schmiert. Juppie, fertig!